Okay, bis sie sich entschieden haben, erzähle ich mal eine Anekdote. Also am selben Abend haben die Toten Hosen eine Party gegeben. Und ich habe wirklich alles versucht, Campino davon zu überzeugen, Robbie Williams auch einzuladen. Ihr schaut alle darüber. Was ist denn da? Der bläst ihn gerade ein. Aber die Toten Hosen hatten den Humor nicht. Ja, les mir einen. Und dann was war denn fuhr ihre feuchte Zunge den Liebesschaft rauf und runter. Seine glänzende Eichel, nee, steht hier. Die Anekdote habe ich gerade erzählt, aber da warst du ja damit beschäftigt, darüber zu gucken. Und dir einen runter zu holen. So einfach bist du gestrickt, ja? Stehst du vorm Kino, ja, kick mir an, Planet der Affen oder die schwanzgeile Großmutter? Denke mal, es wird heute Film 2, gerade weil meine Freundin auch dabei ist, wisst ihr? Mal was Sensibles gucken. Du hast das nicht gehört, Pascal. Deine Großmutter ist ganz normal. Bis auf die Geschichte mit den Hunden, aber ey, das interessiert jetzt ja, wirklich ein, nicht. Ein Laster hat jeder. Du glaubst doch nicht, dass das Schwabel das Hundchen für euch angeschafft hat. Die Stunde der Rache, ey, das war so geil. Die Stunde der Rache kam dann beim ersten Konzert der 1988er Tour in Unna. Die Platte erschien erst wenige Tage danach. Den Song kannte noch niemand. Auch Elke nicht. Die schon nachmittags vor der Halle rumlungerte. Sorry, Bela. Nee, das verzeih ich dir nicht. Da gibt es nachher lange Ohren. Hm. Möglicherweise werde ich mich dir verweigern. Nee, aber wie ich dich kenne, kannst du mich wieder überzeugen. Darf ich dann wieder in dich reinmachen? Ja, aber nicht den ganzen Haufen. Gut. Bei Jürgen Jürgens blitzten Bela und Farin im Interview allerdings ab. Der Held ihrer Kindheit, wie beide einmütig erklären, bat die Ärzte aus Anlass des Berliner Senatsrock-Wettbewerbes ins Studio. Ein Auftritt im Rundfunk bedeutete damals sehr viel. Denn das Radio war für Musiker ein sehr wichtiges Medium, lange bevor es Fernsehen gab oder Autos. Bela war schon vom Vorzimmer des Moderators beeindruckt. Zitat Bela. Da waren Tapeten. Sowas hatte ich in meiner Nachkriegswohnung noch nicht gesehen. Also, am nächsten Morgen... Am nächsten Morgen war der Rückflug für die Ärzte nach Berlin gebucht. Ich darf nie vorlesen. Nur wegen meiner Stimme. Du hast doch nicht geschrieben. Lichtshow. Unglaublich. Juhu. Okay, extrem lesen. Ich lese jetzt im Dunkeln. Plötzlich schien jedermann gegen die Band mobil zu machen. In Regensburg versuchten vermummte Frauenrechtlerinnen am Einlass, die Fans davon abzuhalten, ins Konzert zu gehen. Die waren wirklich vermummt. Die sahen einfach scheiße aus. So, da standen so lila Teppiche rum und haben unsere Fans irgendwie festgehalten. Da kamen dann so Fäuste raus. Und jetzt kommt's. Als ein paar junge Mädchen aus Protest gegen den Protest Geschwisterliebe anstimmten, wurde eines dieser Mädchen von einer Feministin geohrfeigt. Du bist für Gewalt. Bam. Ratzgöre. Das treibe ich dir aus. Wusch.